Du hängst auf seinem Kopf da oder Rücken oder so, musst dann auf ihn an ihm hochklettern. Das wäre echt cool. Ja, ist aber so ein Bastischer Kampf. Aber da wäre wohl die Rechenleistung der PS2 ziemlich in den Knie gegangen damals. Oder? Na, keine Ahnung. Jeden Fall kommt da wer zu uns. Auf weißem Rosse. Ein Schimmel. Versuchen auch Schlimmeres zu verhindern, aber es scheint zu spät zu sein. Was haben die überhaupt vor? Keine Ahnung. Irgendwas wollen sie verhindern, sonst wären sie nicht gekommen. Scheint aber nicht einverstanden zu sein, was Wanda da so vorhat oder was er gemacht hat. Sie tragen diesen selben Umhang. Ja. Ja, oder Schürze oder so. Oh nein, das war der letzte. Das war der letzte. Nein. Dracula erwacht. So, werden die Dormin nun ihr Versprechen halten? Wir haben ihren Auftrag gewissenhaft erfüllt. Aber wir wurden irgendwie nicht zurückteleportiert. Schaut doch richtig nett aus, dieser Ort bei nettem Wetter. Ja. Sehr viel friedlicher. Wanda ist jetzt das Konzentrierte. Ja. Was ist das eigentlich? Hat ja alles aufgenommen von den ganzen Kolossen, von allen 16. Nicht mehr so gesund aus. Siehst du die Haare? Ja. You want to lie, Leludo? Le coquelo in your own. Quelle des Bösen? Okay. Und dies einer Ikon Karnika. Ja, solche Leute nennt man auch Zombies. Au! Oh nein, das kann doch nicht alles umsonst gewesen sein.
Oh Gott. Ich glaube, genau darauf haben die Dormin noch gewartet. Dieses Kollektiv war ja verteilt auf diese ganzen Kolosse und die waren ja in Wanda vereint. Vielleicht war das so ein bisschen der Plan, dass das alles vereint werden sollte in einem, bis zu dem Punkt, wo er stirbt, ob er umgebracht wird oder ob er selber stirbt. Und dann kann das alles freigelassen werden. Tja, wie soll man jemanden, der von Toten besessen ist, denn nochmal töten? Eben, genau. Das spielt gar keine Rolle mehr. Ja. Wanda ist längst nur noch eine Puppe. Eigentlich schon in dem Moment, in dem er beschlossen hat. Er ist ein Verfluchter, wie jemand anders mit Hörnern aus einem anderen Spiel. Ein Schatten. Zu einem Werkzeug des Bösen wirst du werden, wie einst dein Vater. Freundlich ausgedrückt. Ja. Ich hätte eher gesagt, missbraucht. Die Frage, warum die das nicht vorher gemacht haben, den Schrein versiegeln. Boah. Einmal selber ein Koloss sein, ne? Ja. Na komm, hau. Verdammt. Wo seid ihr, ihr kleinen Ferkel? You can run, but you can't hide. Ah. Ja, das ist nicht so mit dem Drehen raus. Ich wollte sagen, wollte ich nicht mehr umdrehen. Ja, es funktioniert irgendwie nicht. Ach, jetzt will er. Nachdem ich den Stick 3 Jahre lang links gedrückt habe. Aber das Freundliche ist, die warten auch auf dich, bevor sie weglaufen. Ja, die sind auch nicht die schnellsten, halt, ne? Ha!
das nicht unser Schwert? Mhm. Das Verbotene? Ja. Damit wird das anscheinend jetzt versiegelt. Nee, sind damit? Doch. Aber die Dornen sind doch schon längst aus Wanda raus. Warum geht das immer noch weiter? Ich kann sie noch erreichen. Ach man, mach doch mal einer das Fenster hinter mir zu. Das ist wahrscheinlich genau das Problem, dass Wanda immer noch den Willen hat. Und wenn er vor die Wahl gestellt werden würde, würde er es wieder so machen. Aber die Daumen sind da noch nicht ganz weg, das sieht man. Ist immer noch. Nein! Was ist das? Alles umsonst. Reingelegt worden, benutzt worden und dann auch noch versiegelt. Machen sie aus dem Staub. Ja. Na toll. Wenn das nicht genug wäre, fällt so noch die Brücke zusammen. Da kommt keiner mehr rein und keiner mehr raus. Ich würde es dem Hintersten wünschen, dass er abstürzt. Also der Reiter, das Pferd sollte leben bleiben. Und was ist jetzt mit Mono? Ja, keiner mehr da, der unser Versprechen erfüllen kann, ne? Auch niemand, der sie empfangen kann. Bis ans Ende der Tage auf diesem Altar fahren. Dann kann man diskutieren, ob es Wanda damit nicht noch für sie noch viel schlimmer, gemacht hat. Sie wacht auf. Sie lebt. Aber sie ist alleine. In einem versiegelten Land. Und nicht mal mehr Kolosse wohnen. A fate. Worse than death? Fragezeichen. Ja, also das passt tatsächlich ja. Darauf, weil das ist die Frage, ob Wanda das meinte, ob Wanda es damit nicht eigentlich viel schlimmer gemacht hat. Ich meine,
sie war tot, aber vorher hatte sie halt noch ein Leben wahrscheinlich gehabt in irgendeinem, naja, anderen Land, in einer anderen Stadt oder Dorf. Mit Wanda. Mit Leuten, mit Wanda und keine Ahnung, mit wem alles. So weiß man ja auch nicht. Ne? Oh! Menschenskinder. Oh. Er ist wirklich ein Pferd aus Stahl. Angeschlagen, doch triumphierend. Weil er das überlebt hat. Das ist eine gute Frage. Sah eigentlich nicht so aus, als wäre er auf seinen Beinen gelandet. War schön, ihn zu sehen. Naja, ein Lebewesen ist ja noch mindestens da. Gut, ein paar Vögel und ein paar Schildkröten. Mit drei Decks. Aber... aber jetzt ist auch Mono da gefangen in dem Land, besonders in ihrer Tage. Kaum was zu essen, weil er schon alle Früchte weggesnackt hat. Eidechsen und Schildkröten sollten noch da sein. Ja. Ja, Game Design Fumito Ueda. Da hat er ein wahres Meisterwerk auf die Beine gestellt. Mhm. Wahnsinn. Es hat immer noch die gleiche Wirkung, als wenn man es das erste Mal durchspielt. Finde ich auch. Ich fand es immer noch so nachdenklich am Ende. Ja. Und es hinterlässt einen sehr starken Eindruck, den man glaube ich im ersten Moment noch gar nicht so richtig versteht, wo der herkommt. Es ist halt, naja, man ist beeindruckt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube ganz ehrlich, die Leute, die das Spiel durchspielen und nicht so recht wissen, was sie so mit dieser ganzen Melancholie anfangen sollen, die sind am Ende eigentlich eher, ich glaube, die sind von dem Ende eher enttäuscht, sag ich mal. Dass im Prinzip das hast du ja für den quasi Helden des Spiels hast du ja eigentlich nichts erreicht. Nee, du hast alles nur noch schlimmer gemacht. Ja. Mit jedem Schritt hast du alles schlimmer gemacht. Und am Ende hast du ja noch die... Wie gesagt, eine Sichtweise ist die, dass du die Person, die du geliebt hast und die du eigentlich wieder zum Leben erwecken wolltest, auch dann auch noch zu einem Leben im Exil verdammt hast. Das ist doch noch schlimmer. Oder mindestens, es ist jedenfalls kaum besser als, der Tod, warum auch immer sie gestorben ist. Also das ist, Wann hat alles eigentlich nur schlimmer gemacht. Mit allem, was er gemacht hat. Sogar sein treues Pferd hat er. Das Leben seines treuen Pferdes hat er aufs Spiel gesetzt. Irgendwas Gutes muss dabei gewesen sein. Da könnte man natürlich auch. Andere würden argumentieren, ja, das Gute ist ja, dass sie wieder lebt. Gibt es auch Leute, die das dann vielleicht auch so sehen, aber ja, andere, wie gesagt, würden das dann vielleicht auch in Frage stellen. Ist es denn wirklich gut, dass sie das gibt? Das weiß ich. Das ist ja auch das Schöne, du weißt ja halt nicht, wie dieses Mädchen gelebt hat, was sie vom Leben gehalten hat. Ne? Vielleicht war sie jemand, der dauerdepressiv war und eigentlich nur auf den Tag gewartet hat, wo sie ihre Ruhe oder so findet. Ne? Zugegeben ist vielleicht jetzt nicht so das Erste, woran man jetzt denken würde, aber möglich ist es, ja. Du weißt ja nicht, was die beiden für ein Verhältnis miteinander hatten. Bruder, Schwester, Geliebte. Ja. Aber man kann natürlich davon ausgehen, dass sie für ihn so eine Bedeutung hat, dass er sowas auf sich nimmt. Naja, eine enge Verbindung wird da gewesen sein. Vielleicht hat er es noch nicht mal. Vielleicht gab es ja auch gar nicht die Beziehung zwischen den beiden. Vielleicht hat er auch einen total guten Freund gehabt, dessen Schwester das war. Da kann man ja, was weiß ich, viel über das spekulieren. Es bleibt halt nur am Ende fragwürdig, war es das wert? Egal, was die Vorgeschichte ist, die spielt echt nur eine zweite ist zweitrangig bei der Sache. Was soll sie denn da jetzt machen? Sie hat ja noch nicht mal Kleider zum Wechseln.
vielleicht ist ja an jenem bekannt aussehenden Strand zufällig auch ein Boot, wie in jenem anderen Spiel. Aber was ist das denn da? Der unschuldige Kern von ein dem Kind mit Hörnern. Eine zweite Chance für Wanda. Tja, also ich glaube, das Ganze soll vielleicht auch sowas darstellen wie er ist von diesem hellen Brunnen aufgesaugt worden und jetzt ist er reingewaschen quasi. Ja, genau. Klar, das ist eine Art Reinwaschung. Ja, seine Seele oder so ist gereinigt. Deswegen, zweite Chance und jetzt kann man gucken, was ist stärker. Wie soll ich sagen? Würde er jetzt jederzeit dieselbe Entscheidung treffen? Ja, das ist natürlich, wenn man das dann mal weiterspinnt, ne, und er dann irgendwann, wenn er in so einem Alter ist, dass er das alles so zu schätzen weiß, die Zeit, die er dann mit ihr da verbracht, ne, und sie stirbt dann irgendwann an Altersschwäche oder sowas, wird er dann das Gleiche irgendwie nochmal durchmachen oder so. Oder sie stirbt an irgendetwas anderes, was sei es irgendwas sein, ne? Was würde er dann tun? Und die Frage ist dann wieder, ob dann überhaupt noch so etwas möglich wäre, dass da diese Dorme nochmal zurückkommen. Na gut, sie wurden versiegelt. Versiegelt heißt wohl, dass man sie irgendwann, dass sie irgendwann doch wieder zurückkehren können. Ne? Irgendwo werden sie sein, wo auch immer. Ja, vielleicht in ihm drin. Ja, das ja. Vielleicht auch in ihr drin. Vielleicht konnte sie dadurch wieder zum Leben erwachen oder so. Who knows? Auf jeden Fall, das ist dieser Garten, in den wir eigentlich klettern wollen. Da kommt man dann tatsächlich hin, wenn man den Tempel da erklimmt und diese Stufen da hochgeht, wie wir es gerade gesehen haben. Und ein Reh. Rehe nicht auch sowas wie ein Symbol des Lebens? Ich weiß nicht, wie das in Japan ist. Die haben, glaube ich, da unterscheidet sich, glaube ich, die Symbolik so ein bisschen von an manchen Stellen von der europäischen oder in vielen Stellen, würde ich mal behaupten. Ein Eichhörnchen. Tja, so ganz allein ist man dann doch nicht, ne? Ja. Ja, oder ist dieser kleine Junge da womöglich der Protagonist aus einem anderen Spiel, ne? Mit Hörnern? Man weiß aber, dass dieses Spiel vor jenem anderen spielt. Und wenn das schon so gesagt worden ist, dann wird das so irgendwie zusammenhängen. Naja. Das könnte sein. Also wäre auch ein spannendes Setting für The Last Guardian, nochmal den Protagonisten zu wählen, der irgendwie so ein Alter zwischen dem Jungen bei Ico hat und Wanda. Oder? Ja, The Last Guardian, wenn es denn mal erscheint. The Last Guardian ist der 17. Koloss. Der letzte Wächter, ne? Vielleicht für die PlayStation 5. Durchaus möglich. Ja, es ist ja nicht gecancelt worden, das Spiel, wie einige Seiten berichtet haben. Also es ist in der Entwicklung nach wie vor. Problem ist halt nur, was wird am Ende daraus nochmal? Der Fumitsu Ueda, der hat ja Sony vor einigen Jahren verlassen. Also er hat das Spiel zwar gestartet, ne, aber weiß man halt nicht, wie viel von seiner Vision und seinem Input dann am Ende noch drin ist. Ne? Und es wird ja nicht umsonst halt seinen Namen immer hervorgehoben. Also, der war ja schon so Creative Director und sowas alles. Plötzlich wird das Wetter wieder schlecht.
das war ein Zeichen, so, wir kommen wieder. Ende. Gelände. Ende Gelände. Ja, Mensch. Da kann man stundenlang drüber philosophieren, wie, wo und was passiert sein könnte. Das ist auch das Schöne daran, dass es keine definitiven Antworten gibt. Ja. Dass sich auch heute noch viele darüber den Kopf zermartern. Das ist ja, ja. Genau das macht auch Metal Gear Solid 2 so schön in meinen Augen. macht immer wieder Spaß, auch sich darüber Gedanken zu machen. Oh ja. So. Ja, Mensch, der letzte Kampf hat erstaunlich gut geklappt. Jo, auf jeden Fall. 8 Stunden, 34 Minuten. Ja, ist auch eine schöne Zeit. Ja, und damit sind wir dann am Ende. Wieder beim Intro. Yay. Ja, dann fehlt eigentlich noch das, was ich während der Credits noch nicht gemacht habe, nämlich mich erstmal bei dir zu bedanken, dass du Co-Kommentator warst hier und dieses Spiel nochmal mit durchlebt hast und mir noch nicht den Kopf abgehackt hast, dass ich ein Spiel gespielt habe, was du schon auf deinem Kanal hast. Ja, das Gleiche kann ich auch so zurückgeben. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir wieder eine große Freude gemacht, gerade bei dem Spiel. Und dass man unabhängig voneinander irgendwie immer die gleichen Ideen für die Projekte hat, da kann ja keiner was für. Ja, dann kann ich ja mit Eiko weitermachen. Und ja, Max Payne, Dead Space, Doom 3. Ja, da gibt es noch was zu nee, Quatsch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall war sehr, sehr spaßige Runde. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr grandioses Spiel. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, schämt euch. Holt es ja nach, auch wenn ihr es hier jetzt vielleicht sogar das erste Mal überhaupt gesehen habt. Aber nun denn, ja, trotzdem vielen Dank auch an alle Zuschauer, Kommentarschreiber und allen, die hier mit irgendwie Zeit verbracht haben. Egal, ob ihr es genossen habt oder nicht. Einfach danke für die Aufmerksamkeit. Ich sage dann an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Keep Gaming und du hast das letzte Wort. Ja, also vielen Dank nochmal fürs Dabeisein. War echt eine sehr, sehr spaßige Runde und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Entweder auf deinem oder auf meinem Kanal. Schauen wir mal, was uns da noch so einfällt. Und ja, an euch sage ich auch mal. Bis die Tage. Ciao, Leute.